Knallhart durchgenommen, Edmund Denzel in Dark Souls 3. Herzlich willkommen zurück. Wir sind dabei, ein Geheimnis zu lüften in diesen dunklen, düsteren Katakomben, die aber natürlich nicht dunkel sind, denn ich halte die Fackel nach oben. Und wir erfreuen uns an tollen Beleuchtungseffekten. Ja, nehmen Sie mal runter, bitte einmal. Das ist halt auch geil, ne? Dieser, ob das jetzt wahrscheinlich ist. Also ich würde jetzt behaupten, nicht nur der Leuchtmittelpunkt ändert sich. Sie wird auch heller, wenn man sie hochhält. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber es sieht geil aus. Oh, brauche ich gar nicht. Das ist Stufe 1. Ne? Mhm. Das ist Stufe 2. Man sehr schön. Das genau, weil eigentlich müsste es ja, würde man ja denken, da müsste es untenrum heller sein, aber wenn du so hochhältst, wird halt alles heller. Also gut, dass da. Können Sie dann vielleicht für Dark Souls 4... Also spricht jetzt aber der Tester aus dir. Ne? Nö, ist doch einfach nur interessant. Ich wollte es nur einfach bemerkt haben. Eine Trap. Nicht, wenn ich von hinten komme. Kleines Kackwürstchen. Das sind auch zum Beispiel so Mechaniken, die man unterschätzt in dem Spiel. Also die Messages können dir, oder auch die Blutlachen, wenn du, also wenn ich das zum ersten Mal spiele und ich gehe irgendwo hin und ich sehe da auf einmal, da ist irgendwas und ich sehe eine Blutlache, dann weiß ich natürlich einerseits, okay, entweder wenn er nicht ganz doof war und einfach nur irgendwie dumm den Abgrund runtergefallen ist, dann ist hier erstmal schon mal ein Gegner. Und dann kann man halt auch mal gucken, was ist in dem eigentlich vorgefallen, was ist da eigentlich vorgefallen, ja, und dann siehst du, ah, okay, der hat einfach scheiße gekämpft. Brauche ich keine Angst haben. Das stimmt. Ja? Also das sind so kleine Spielmechaniken, die das Spiel leichter machen. Und wenn man sich die zu eigen macht, ne, hier auch wieder, be wary of up. Mhm. Und da oben ist nämlich das Item, was du dir runterschießen wolltest. Also das sind so Kleinigkeiten. Man muss eben die Hilfen, die das Spiel einem anbietet, auch dann annehmen und sich nicht noch künstlich selber das Leben schwer machen. Ja, aber da ist ja auch so eine, ist ja auch so eine philosophische Grundfrage. Spielt man mit Hilfen, ohne Hilfen? Spielt man offline? Es gibt ja Leute, die wirklich bewusst offline spielen, um sich genau solche Sachen gar nicht zu geben. Weil es ist ja nachvollziehbar. Wenn da plötzlich irgendwie die Message vor der Tür ist, dann kannst du davon ausgehen, oder von der Wand, entweder ist es die Gag-Message oder da ist vielleicht wirklich eine Illusionswand. Und ja. Naja, also ich sag mal so, ich lese es auch immer wieder, dass Leute sich abfacken, wenn sie invaded werden. Ja, ja, dann kämpfe ich, das Spiel ist eh schon schwer, dann kämpfe ich sich vorne, dann kommt auch noch irgend so ein Arschloch und invadet mich und macht mir ein Spielchen. So, weißt du, und das Ding ist, für mich ist es das Highlight, wenn ich invaded werde. Egal wie viel Seelen ich habe, egal wie weit ich im Level bin, klar kannst du mich auch abfacken, aber das erhöht den Adrenalinfaktor eben um ein so Vielfaches. Mhm. Und ich freue mich dann, ich denke so, okay, du willst. Also ich bin so in dieser Welt drin, dass wenn ich jetzt weit bin, ich habe 50.000 Seelen, habe das halbe Level durchgespielt und invaded by Dark Spirit, bla bla bla. Denke ich mir so, okay, du Fucker, du willst jetzt zwischen mir und meinem Erfolg stehen? Bring it. Weißt du, das ist dann so, ich habe da Bock drauf, mich dann mit dem zu messen und ihm zu sagen, nein, Mann, das ist mein Spiel. Also das ist so, für mich ist das eine Spielmechanik, die dazugehört. Es ist, gehört einfach zum Spiel dazu, invaded zu werden und im Zweifelsfall so das Zeitliche zu segnen. Oder aber den verdammt nochmal nach Hause zu schicken und ja, und sich geil zu fühlen. Also, das ist der größte Triumph, finde ich auch. Also das ist so, man sitzt da zittrig noch mehr als beim schlimmsten Bossgegner. Wenn man dann wirklich einen langen, harten Kampf und am Ende bist du derjenige, der den Todesstoß setzt, das ist echt so... Ja, mit der größte Triumph, den das Spiel zu bieten hat. Is someone there? Anyone? Oh, please, whoever you are, touch me. Das haben sie in der Silvesternacht auch gesagt, ne? Also das hier, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch.
you are, so close indeed, then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am weak, but if it... So. Also bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, sie verkauft uns jetzt Wunder in Nexus. Er ist ja ihr Aufpasser, mehr oder weniger. Mm-hmm. You've gone and how very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Ist auch so ein bisschen undurchsichtig, ne? Die Beziehung von ihm und zu der Nonne. So, Colin, du darfst jetzt wieder. Jetzt Pet. Aber du bist noch gar nicht tot. Ja, aber ich spiele jetzt, seitdem du da in den Abgrund gejumpt bist. Nee. Ich bin einmal selber gestorben. Also ja? Wir sind schon, es ist ehrenwert. Ja. Okay. Das noch bis zum nächsten Tod sterben. Na, ich bin doch da dumm in diese Dreierkonstellation reingejumpt und dann nicht rausgerollt. Das wäre eigentlich nur okay. Also dumm Fehler. Aber. Nun gut. Also ich mag das Claymore. Ich finde, es sieht auch irgendwie geil aus. Ja, es hat so die richtige Größe und irgendwie, es ist so unspektakulär, aber gleichzeitig hat es auch so was Edles. Definitiv. Und wenn man sich halt so ein bisschen dran gewöhnt, ist das natürlich auch eine Waffe, die einfach in unfassbar vielen Situationen einfach dir das Leben leichter macht. Ja, sie hat sehr gute, also sie hat halt, wenn du sie zweihändig nimmst, haut sie halt von oben nach unten, was bei vielen Bossen zum Beispiel gut ist. Mhm. Sie hat aber auch diesen weiten Seitwärtsschlag, der bis nach hinten hinter dir reicht. Sie hat diesen langen Stecher. Halt die Special. Ich hätte es nicht mal realisiert, wenn du nicht so spitzbübisch gekichert hättest. Und es hat halt auch diese geilen, wie gesagt, Armor Breaker oder Shield Breaker Skills, die ich sehr schätze. Die vor allen Dingen echt bei vielen fiesen Gegnern, die dich mit ihrem Schild in den puren Wahnsinn treiben. So. Was wir durch den schnellen Tod natürlich jetzt nicht mitbekommen, ist, die schreit so geil. Wenn die losschreit. Echt so ein Wesen aus der Hölle. Ja. Ich kann in der Hölle schreien. Chuck Norris-Sprüche, die ich nicht ins Drehbuch geschafft habe. Die haben es ins Drehbuch. Ja, so. Ist ja das schlimm. Ah, jetzt kommt gleich ein Fucker hier. Pat könnte gleich wechseln, Colin. Meinsch. Ich muss noch mal kurz gucken. Mhm. Kackhexe. Man darf halt nicht zu gierig werden, ne? Also was auch die Masse der Schläge macht, angeht, die man macht. Einfach mal einmal. Ja.
Und da war er offen. Ja. Schaffst du das? Du, ich weiß, du wolltest jetzt was fürs Bild machen, ne? So. Hab ich ja auch schwerer in Erinnerung gehabt. Können wir mal direkt mal gucken, wobei die Mirror Armor, die wir anhaben, ist schon sehr gut. Soll ich die mal zeigen, die Twin Daggers? Ja, gerne. Ich bin oft mal selber zu faul dazu, jede neue Waffe auszuprobieren, wenn man sich erstmal für so ein Ding entschieden hat. Ja. Gut. Du kannst schon ordentlich. Haben halt keine Reichweite. Ja. Aber ja, wenn du diesen Sidestep, ne? Das ist dieser Bloodborne-Sidestep, den du mit denen hast. Was für eine. Wie machst du den? Mit der Special-Taste. Dann kannst du halt. In alle Richtungen. Also das ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn du halt jemanden markiert hast, dann kannst du halt so um den rumjumpen, relativ schnell. Aber es gibt dir nicht diese Unbesiegbarkeits-Frames wie bei einer Rolle, ne? Nee. Das nicht. Also es ist wirklich nur. Where is the sword? Das ist wieder das finde ich geil. Das ist für mich so eine typische Waffe, da, wenn man sich darauf spezialisiert und einlässt und damit übt, dann ist das bestimmt total geil. Mhm. Aber der Weg dahin, naja, der wird mit eigenen Leichen auch gepflastert sein. Ja, das ist ja das Schöne, wenn man, also gerade im PvP siehst du immer wieder Leute, die dir den Arsch versohlen und denkst so, okay, ich will jetzt auch seine Waffe. Mhm. Das ist immer die von dem, der dich als letztes gekillt hat, die Waffe. Die, von der du der Meinung bist, das ist die beste im ganzen Spiel. Ja. Ah, ich habe jetzt in meinem privaten Spiel eine sehr schöne Waffe gefunden, die ich benutze. Die findet man leider erst relativ spät im Spiel. Aber mit der wurde ich auch vermöbelt und habe mich gefreut, dass ich sie gefunden habe. Jetzt weiß ich auch, warum man mit der gut vermöbeln kann. Ist schon, macht schon Spaß. Sehr gut. Warte mal, ging es da nicht noch da oben irgendwo? Jetzt runter. Gibt es da irgendwie noch so eine Höhle oder so? Ja, hier unten. Das war jetzt nicht der Schrei, den ich meinte. Das war ja der konventionelle, ich mutiere. Von einem harmlosen. Bis zum nächsten Bonfire. Ja. Der Weg ist gepflastert mit schweren Gegnern. Ja, nicht schlimm. Morn's Ring. Was macht der denn? Boost Miracles. Ja, gut. Ja. So, ich habe nichts mehr zum Heilen, Colin. Ja, Skills. Kommt aber es geht nicht mehr um Schönheit. Also um. Jetzt wird's knifflig, ne? Schöne Nachzieheffekt von den roten Augen. Das ist ganz geil. Ja, das ist so eine Stelle, da kann man. Den Schrei meine ich übrigens, den liebe ich. Wie oft man da runterfällt mit einem Gegner, weil man den irgendwie in den Abgrund befördert hat. Ja. Und dann einfach dumm mitspringt. Das habe ich leider auch schon ein paar Mal erlebt. Dass du halt mit irgendwie so einem. Oder einem Gegenstand. Es gibt ja manche Gegenstände, die dann so einen Sidestep oder einen Schritt nach vorne noch machen. Und du stehst echt genau, wie du sagst, an der Kante und denkst, ach nö. Sowas zum Beispiel.
haben die Flügel wenig gebracht. Ja, offensichtlich. Es war alles kontrolliert hier, es war alles super. Ja, schön. Spiel halt, ist schön. Ich guck dir auch gern zu. Das sieht hier übrigens sehr Firelink-Shrine-mäßig aus, aus Dark Souls 1. Mhm. Ne? Auch von der Anordnung, wie sie hier sitzt. Also wenn das nicht eine Hommage ist. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative. Seid ihr ein Paar oder Freunde? Don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight. A fine partner for this grueling journey. Wenn sie das so betont, da kann man sich eigentlich schon denken, dass es nicht stimmt. I would have cursed this onerous duty. Ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen. Was denn? Das ist einfach mal jetzt so, wenn sie sagt, er ist ein super netter Typ. Da lass uns einfach stehen. Werde ich sofort hellhörig. Below us is beyond. We may go out the next time we cross. May the flames guide. Das ist fast schon geckig, ne? Das sind aber zwei unterschiedliche Sounds. Ja, ja. Der eine ist ein bisschen. So, jetzt sind wir auch bei den Blue Sentinels, wenn wir wollen. Wo habt ihr denn das Mount Maker-Ding gefunden eigentlich? Ja, das habe ich privat zum Beispiel auch noch gar nicht. Das hat der Dennis. Da musst du in den Korb hinten von dem Typen reinkrabbeln. So ein Cage, den er auf dem Rücken trägt. Bei wem? Bei so. Bei so einem halt, ne? Bei so einem Wanderarbeiter mit der Säge. Bei einem bestimmten aber. Mhm. Okay. Aber das geht auch nur, bis du den Baum getötet hast oder so. Ah. Aber es gibt, glaube ich, noch einen anderen Weg. Ich habe es auch nicht mehr so ganz auf. Das habe ich nicht gewusst. Schon wieder was verpasst. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, schau mal. Oha. Two girls, one nexus. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon the journey. Sie sitzt einfach nur da, um mir zu sagen, dass sie kein Interesse hat, oder? Blessing of the moon. Ja, kennst ja die Frauen. All good. The firekeeper must be twitching with delight. Der hat auch eine sehr schöne Questline. These supposed legends. Let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig. Then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? At the foot of it. Gut, das ist wenig hilfreich, wie immer. Ich weiß gar nicht.
Es lohnt sich schon echt, in den Nexus immer wieder zu kommen. Oder Firelink Shrine. Leonhard. I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith survivor of the man swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell of all Lothric. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? Jetzt können wir uns theoretisch den Red Eye Orb holen, aber einen Dark Wraith weiß ich nicht, ob wir den schon packen. Klar. Ja? Ja. Was soll ich machen? Du packst denn? Willst du versuchen? Ja, auf jeden Fall. Das wollen wir doch jetzt sehen. Das wollen wir doch jetzt sehen. Wollen jetzt alle sehen. Das wollen alle jetzt sehen. Alles klar. Du willst einfach nur das Pack wieder haben. Nein, ich will einfach sehen. Och, das fehlt mir. Ich hatte das ohne Scheiß zweimal schon, dass mir exakt eine Seele gefehlt hat. Und dann denkst du natürlich, lässt sich da die Klicks, ne? Naja, dann. Dann denkt man schon länger darüber nach, zu klicken. Was machen wir denn? Ja, ist ja fürs Claymore sinnvoll. Da brauchen wir schon über 6000. So. Holen wir uns so, also zurück in die, ins Eyewall. Ich habe so Weltschmerzen, deshalb rede ich auch nicht viel. Ist gut, aber man kann manchmal das Spiel ja auch für sich stehen lassen, ne? Was bestimmt das überhaupt nicht. Dass ich nicht viel rede? Dass du Halsschmerzen hast. Ach so, stimmt. Das sind auch so Dialoge, wo man denkt, okay, im Schnittraum. Brauchen wir das für den Film? Ist das irgendwie wichtig? Kann das Film weg? Oder kann das weg? Nein, ich finde auch, ich neige ja eh dazu, alles und jeden wegzuquatschen. Deswegen manchmal. Ist das Feedback, das du kriegst? Dass du nee, so allgemein. Ich weiß, ich kann immer schon reden. Aber ist das sowas, was schon, was du so als Feedback kriegst? Oder ist das so eine Selbsteinschätzung? Das gibt auch Leute, die das schreiben. Also, das kommt ja ganz drauf an. Aber es gibt halt natürlich Spiele, wo das einfach nicht so gewünscht ist. Und man selber, finde ich zumindest, man verliert, wenn man es macht, du hast da gar keinen Blick dafür. Wo man jetzt Atmosphäre irgendwie aufsaugen möchte oder wo zu viel gequatscht wird. Ich finde das immer ganz spannend. Ach, diese kleinen Kacken. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Diese. Kostet mich jetzt Estus. Hast du den Knochen eigentlich eben benutzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Haben wir noch nicht, ne? Knochen? Den Knochensplitter. Doch, den haben wir schon benutzt. Okay. Aber ich habe tatsächlich den Tome nicht abgegeben. Das wird jetzt aber knifflig. Der kann mich one-shotten. Bösen Wurm. Jetzt sag ich sterben. Ja, ist ja nicht schlimm. Sehr gut. Also das ist jetzt aber fast, das wäre jetzt, wenn ich einen Teaser gesehen hätte für diese Stelle, in der du nur sagst, oh nee, kann ich nicht machen, soll ich da wirklich hin? Oh, der macht mich fertig, genau. Schlimmste Fall von Clickbait. Ja, es ist gut gelaufen jetzt. Aber du weißt ja, wie oft man sich von hinten anschließt, anschleicht und der Backstep klappt nicht und der Follow-up klappt auch nicht. Jetzt hat ausnahmsweise alles mal geklappt. Aber wie gesagt, ein Fehler und ich wäre halt weg gewesen, deshalb bin ich froh, dass es jetzt auch geklappt hat. Es war spannender, als es vielleicht jetzt aussieht. Für dich innerlich meinst du jetzt? Ja, ich will mal kurz gucken. Erst kam vielleicht nichts ganz vorüber. Das ist nämlich gar nichts. Ja, kannst du mal einen Prism-Stein reinwerfen? Hab ich nicht, oder? Nee, ist kein. Mach ich aber auch. Nee. Ich finde das immer ganz witzig. Ich finde das auch geil. Ich benutze das tatsächlich auch, wenn ich welche habe, immer. Einfach nur, um sicher zu gehen, weil wie oft ist man. Ach, da kann man bestimmt runter. Oder? Mhm. Alle, die gerade denken, ich habe keine Ahnung, wovon die Jungs reden.
Das sind diese kleinen Kiesel, die sowohl ein bisschen leuchten, aber die kann man eben auch in Abgründe werfen. Und wenn es ein bestimmtes Geräusch gibt... Wenn die schreien. Genau, wenn die schreien, weißt du, das hätte auch dein Schrei sein können, weil der Sprung, der Fall wäre tödlich. Das habe ich auch letzte Folge schon mit Dennis einmal gemacht. Der wusste das gar nicht. Ach, Dennis wusste mal was nicht? Ja, Dennis wusste mal was nicht. Ha! So. Der wusste, dass man in den Korb reinkriechen muss, von wem auch immer. Das, hatte das doch, das ist doch angeeignetes dir, aber Wissen, nee, oder? Nee, es sagt dir tatsächlich, so ein NPC sagt dir das. Echt? Ja, aber ich habe auch nicht gerafft, dass das bei so einem Typen ist dann. Irgendwie, ich habe immer gedacht, man muss wieder zu diesem NPC, der dir das sagt, aber das ist, also ich wusste es auch nicht. Ich finde das aber gerade, das ist das, jeder sagt ja von sich, ich habe so perfekt abgesucht und weiß, und, nein, was? Ach, das habe ich gar nicht gesehen, wo geht man denn da hin? Das finde ich im dritten auch wieder schön. Kann man sich viel austauschen. Das beste Item im Spiel. Ne? Willst du jetzt echt den Laden hier? Klar, Mann. Dafür haben wir das Ding uns gerade geholt. Gut. Dann bin ich ja mal gespannt, ob die großen Kriegserlebnisse, die du vor einer Dreiviertelstunde angedeutet hast, die jetzt dann auch entsprechend in... Von hier kann man übrigens den cheesen. Oh. Oh, jetzt komm ich auch. Nee, die hast du ja weggemacht zum Glück. Die Maskenmutanten. Was ich übrigens gut finde, wenn du invadest oder in eine andere Welt gebeamt wirst für Koop, dass die es mittlerweile so machen, dass sie dich, wenn die dich zurücksetzen, habe ich den Eindruck zumindest, nicht 100% immer da absetzen, wo du gerade warst. Ja, das kann aber auch richtig scheiße sein. Das hat mich nämlich neulich gekillt. Weil da habe ich invaded oder ich war bei einem Covenant, der mich automatisch irgendwo hingerufen hat. Und dann, da hatte ich einen Gegner schon gekillt und dann bin ich in die Welt gekommen und dann komme ich wieder zurück und dann war der Gegner wieder da und hat mich einfach gekillt. Weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass er plötzlich wieder hinter mir steht. Ja, also, aber was ich ganz, es gibt ja manchmal die Situation, dass du halt in dem Moment, jetzt treffen die Schwerter aufeinander und dann wirst du rausgebeamt. Ja. Und dann hast du irgendwie bis zu 5 Minuten unterwegs gewesen in älteren Teilen, kommst zurück und wirst genau da, Frame, genau wieder ausgesetzt und konntest dich gar nicht mehr daran erinnern, dass du gerade im Kampf warst oder so. Ich hab da so manchen... Oh. Invasion! Invaders! Welcher Film? Welcher Song? Nicht welcher Film, welcher Song? Was denn jetzt? Kannst du nicht kennen. Iron Maiden ist nicht so deins, ne? Invaders? In Iron Maiden? Hallo? Doch hier. Was, viermal? Come with me to Iron Maiden. Nee, das war Baby Weezer. If you like pina colada, das war Maiden. I'm getting kicked in the butt. Jetzt muss ich so. Erstmal orientieren. Ja. Thuli. Und der kriegt jetzt gerade einen richtig schönen Schreck. Der, weil bei ihm, er geht hier nichts an durch die Welt und plötzlich flammt bei ihm auf Edmund Denzlin. Kotzt ihn richtig an jetzt. Wo ist er denn? Das ist immer ganz gut. Man erkennt natürlich daran, dass hier überall noch Gegner liegen. Da, da steht er. Oh, ich liebe es. Da oben. Weiter rechts, da oben. Stand da. Er winkt schon. Nee, ja doch. Ach, herrlich. Das sieht er leider nicht mehr. Ja. Aber schön, dass du es noch fürs Protokoll machst. Kennst du dich? Ich hasse das auch. Der wenn Leute wegrennen alleine. Und der du... Der ist eh nicht alleine. Die sind, ich hab ach, du meinst, er will locken. Ja, ja, klar. Die sind immer... Nee. Oh. Da. So. Und der wird auch kein Estus-Flakon einsetzen. Wir müssen das natürlich jetzt... Ja, wir können jetzt keine Pause machen. Wir müssen jetzt weiterspielen. Wir können ja nicht pausieren, wie die Regie natürlich weiß. Oh, 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 der ist natürlich... Er hat da ein bisschen Respekt vor, aber er... Oh, er hat aber ordentlich... Energie, ne? Ja. Ja, der nächste Perry muss sitzen, sonst bin ich tot, ey. Weißt du, warum mich das gerade erinnert? So wie du da rumeierst? Du bist ja in einem Kampf zwischen Oberin und dem Mountain That Ride. War denn das? Hast du es gesehen? Ja, du bist gestorben. Naja, hast du gesehen, dass ich an ihm vorbei war, der Schlag kam und erst eine Sekunde später der Tod? Ja. Hast du nicht gesehen? Nein. Okay. Weißt du, was meine Lieblingsgeste jetzt gewesen wäre?
Das ist ein leicht arroganter Applaus, ja, den man ausgeben. Aber dass du das nicht gesehen hast, dass da gerade offensichtlich Latenzprobleme waren. Ja. Ja, Latenzprobleme, da kämpfst du natürlich dann gegen eine unbekannte Macht. Wir machen jetzt Werbung, die ist wohl bekannt und mal schauen, ob wir bis dahin einen Invader gefunden haben.